grüß euch. Hallo. Grüß dich. Alfred, dazu, was tun wir im Winter? Was machen wir Schönes? Ich hätte eigentlich Schneeschuhe wandern in Sinn. Ist eine super Sache. Eine habe ich, eine ganz besondere. Das ist die Schneeschuhwanderung zum Ahornbaum, zum wahrscheinlich dicksten vom ganzen Tal. Und das ist eine ganz Besonderheit, geht aber nur im Winter, weil da eben sonst alles ein Jagdgebiet ist. Was ist das für eine Spur? Ein Weg. Genau, also er springt mit den hinteren Vieren und dadurch ist das eine ganz typische Spur von einem Haus. Ja, ein Orchkatzel ist das gewesen. Oder Viere und Zucki. Das ist ein Kraftplatz, oder? Was kann man da mit den Gästen noch machen? Auf jeden Fall ist es ein wunderbarer Kraftplatz. Ich würde da gerne Achtsamkeitsübungen machen, Meditationen, aber auch Wiederübungen einbauen. Das ist aus dem Keltischen, die Druiden haben das verwendet. Ist eine super Bewegungslehre und ist eine wunderbare Sache im Outdoor-Bereich. Es ist eigentlich ein schöner Ausgleich zwischen Yin und Yang Energie, wie es im Winter sein soll, Bewegung und Ruhe, oder? Das ist genau das, was wir im Haus auch machen, mit Walter, mit Qigong, mit Tai Chi, aber auch im Spa unten, Alpenbäder Spa mit den Behandlungen, Yoga, Meditation. Auf jeden Fall, ich mache eben mit dieser Wanderung den Outdoor-Bereich und es passt super zusammen, super Kombination, gerade mit den Sachen, was im Indoor-Bereich angeboten werden. Haben wir gut gemacht, oder? Schön. Freue mich. Super.